Sehr viele Bäuerinnen und Bauern sagen, sie hätten gerne mehr Wertschätzung. Ohne Kommunikation wird aber Wertschätzung schwierig, weil für das muss ich in einen Ort Austausch gehen. Wenn ich anfange zu kommunizieren, macht das was mit mir, ich kriege quasi gleich eine Rückmeldung. Wir sind wahrscheinlich die Branche, über die am meisten geredet wird. Und da ist wichtig, dass wir als Landwirte und Landwirtinnen mitreden. Weil man natürlich drinnen sagt, naja, in der Bubble, hey, das ist ja eigentlich immer noch zu wenig, weil es geht ja immerhin um unser Essen, was ja auch voll stimmt, und um unseren Lebensraum vor allem. Es ist nicht so leicht, wenn mein eigener Lebensalltag und mein Ziel oder meine Visionen für meinen Betrieb so weit weg sind von dem Leben vom durchschnittlichen Konsumenten. Umgekehrt sagst du auch immer, dass die Landwirtschaft ja auch kein Verständnis für die Gesellschaft in dem Sinn hat. Kommunikation ist per se was Schönes. Ich kann eigentlich nur gewinnen dadurch, dass ich mich öffne. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft Leben. Mein Name ist Maria Fanninger und ich freue mich voll, dass du heute wieder mit dabei bist. Und bei mir sitzt heute in Wien eine Bäuerin, nämlich die Michaela Sandmeier. Und sie ist Kommunikationstrainerin im bäuerlichen Bereich, aber vor allem auch Bäuerin. Und das freut mich besonders, dass sie die Kombination halt da in Form von dir sitzt. Hallo. Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung. Du bist Betriebsführerin daheim. Was hast du für einen Betrieb daheim? Jetzt ist natürlich voll spannend für alle, die Michaela jetzt sehen. Würden jetzt eine junge Frau da sitzen, wo man sich denkt, aha, okay, die schupft jetzt schon einen Hof. Du bist 25 und hast seit kurzem im Hof übernommen. Und was macht man als Bäuerin, als Betriebsführerin? Also wir haben einen Ackerbaubetrieb daheim und ich sage immer Spaß, aber ich bin Lehrling im ersten Lehrjahr. Also ich habe es vom Papa übergeben gekriegt mit Anfang des Jahres und er lernt mich gerade super ein, beziehungsweise schaut einfach, dass nichts gröber schief geht quasi. Das heißt, ich habe jetzt einfach gerade das große Privileg, dass ich viel lernen darf, viel ausprobieren darf. Einfach einmal schauen, dass ich in die Rolle reinfinde. Genau, und als Betriebsführerin, naja, von bis natürlich klassisch im Ackerbau, also für Pflegearbeiten von den Kulturen, draußen, dass das alles passt. Aktuell ist der Saatmais relevant, also wir sind gerade beim Bereinigen, gehen quasi durch und entfernen die falschen Pflanzen. Und macht man das händisch, oder wie? Also ja, händisch und mit einer Hacke, mit einer Handhacke, genau. Und ist eigentlich ganz eine nette Tätigkeit, weil meistens ist man so eine Gruppe von 5, 6 Personen, kann ein bisschen plaudern und kriegt da recht eine schöne Farbe dabei. Also kann ich sehr empfehlen, falls jetzt irgendwer inspiriert fühlt da draußen, wir suchen immer fleißige Helfer. Die super, man kann alles sehr positiv sehen. Also wenn ich jetzt Unkraut jeden sagen würde, dann würde jeder sagen, na, großer Bogen, und würde wahrscheinlich schon die ersten Blasen auf die Hände sehen. Und du sagst, naja, wir haben eigentlich braun. Also sehr, sehr positiv, wie es merkt, sehr, sehr optimistischer Mensch bist du. Mir gefällt das immer, wenn ich einen jungen Menschen wahrnehme, der einfach auch bereit ist, wirklich die Verantwortung zu übernehmen, so eine große Aufgabe wie Bäuerin zu sein. Ich finde einfach, das ist, also ich persönlich finde immer, das ist ein Geschenk, dass man eigentlich ein Land zur Verfügung gestellt kriegt und das verwalten darf, beziehungsweise auch das erhalten darf und vielleicht sogar weiter ausbaut. Und für Menschen, mit denen ich immer wieder sprich, die wird das wahrscheinlich erschlagen. Und du bist so ein Mensch, der was das wieder sehr gut ertragen kann, nämlich der, was die Herausforderung da sieht und den richtigen unternehmerischen Ansatz hat. Was möchtest du aus dem Betrieb machen? Du hast ihn jetzt von deinem Papa übernommen. Und hast schon eine Vision, wo du denn hinführen möchtest? Jetzt erst einmal danke für die lieben Worte. Und absolut, ich glaube auch, dass das für viele Leute schwierig ist am Anfang. Aber ich glaube, dass das quasi für jeden am Anfang schwierig ist. Es ist einfach ein Prozess, wo man reinwachsen muss. Also ich habe auch nicht den Hof übernommen und habe mir am ersten Tag gedacht, boah, voll cool und jetzt kann ich alles. Sondern ich darf reinwachsen, ich habe die Unterstützung und die Vision, die entwickelt sich gerade. Also aktuell meine Aufgabe ist, oder mein Ziel für das heurige und das nächste Jahr ist eigentlich, dass ich lerne, wie ich eine gute Landwirtin bin, dass ich die Prozesse gut verstehe, dass ich selber möglichst viel machen kann. Gerade alles, was ich noch nicht ausprobiert habe bisher. Und dann schaue ich mal, wie es wirklich weitergeht. Aber ich merke, dass unser Betrieb grundsätzlich sehr gut aufgestellt ist mit Ackerbau und wir sind bei 2 Heizwerken dabei in der Gemeinschaft. Das heißt, mit Sommer auf die Felder und Winter im Wald und dann quasi Energie passt es sehr gut zu unserem Betrieb. Und ich glaube, dass das in die Richtung weitergehen wird. Wie ist eigentlich so, wenn man jetzt bei den Betriebsführer und Führerinnen schaut, ist eine Tendenz zu Frauen oder ist jetzt eher noch über der Bauer vorherrschend? Oder schon die Bäuerin? Ja, ich habe das Gefühl, dass sich das stark ändert. Also insgesamt ungefähr ein Drittel der Betriebe in Österreich werden von Bäuerinnen geführt. Tendenz steigt auch.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass immer mehr Landwirtinnen aktiv sich in der Rolle einfinden. Ich habe das große Glück, dass ich mit sehr vielen Bäuerinnen und Bauern im Austausch bin. Und ganz oft habe ich halt so von den Eltern gehört, so, ja, das macht dann er. Oder wenn halt ein Vertreter kommt oder wenn wer Interesse an gewisse Themen hat, dann soll er das machen. Und ich habe das Gefühl, das ändert sich gerade ein bisschen, dass viele einfach aktiv in die Rolle reinstarten. Und ich finde das auch extrem beeindruckend, gerade wenn man jetzt merkt, okay, man ist jetzt jahrelang, jahrzehntelang in seiner Rolle als Bäuerin, als Hausfrau zu einem gewissen Teil auch drinnen und fängt jetzt vielleicht da an, dass man das verändert oder dass man selber aktiv rausgeht oder auf einmal aktiv andere Arbeiten angeht. Genau, also ist, glaube ich, eine große Umstellung und sehr, sehr beeindruckend. Hm. Du hast jetzt zuerst gesagt, es macht Saatgut, Vermehrung. Was kann man sich darunter vorstellen? Also alle Hörerinnen sind jetzt nicht aus dem bäuerlichen Bereich von uns und vielleicht magst du das kurz ein bisschen erklären. Was tut man da eigentlich? Grundsätzlich ist es so, dass man nicht immer, also es gibt Linien- und Hybridsorten, aber es ist nicht immer so, dass ich das Saatgut, was ich quasi ernte, im nächsten Jahr wieder anbaue. Das geht bei Liniensorten, ist aber bei vielen Getreidearten zum Beispiel einfach unüblich. Beispiel Mais ist eine Hybridzüchtung, das heißt, ich habe wirklich ein Züchtungsverfahren, kreuze dann verschiedene Linien und habe durch das im nächsten Jahr mehr Ertrag. Genau, das Kreuzen und die ganze Hirnarbeit machen jetzt im Prinzip nicht wir, sondern wir vermehren die dann. Das heißt, wir kriegen quasi eine kleine Menge und schauen, dass wir da viel davon erzeugen, dass nächstes Jahr das Saatgut für andere Betriebe zur Verfügung gestellt werden kann. Genau, das heißt, das produziert für andere Betriebe eigentlich Saatgut. Mhm, genau. Genau. Ja, sehr cool. Du hast ja einen zweiten Betrieb in Aussicht sozusagen, also deine Mama und Papa haben zwei Betriebe eingebracht sozusagen. Du als einzige Tochter wirst den zweiten Betrieb auch noch übernehmen. Wird der integriert oder? Das ist was ich jetzt noch nicht sagen kann. Aktuell werden es als zwei getrennte Betriebe geführt und meine Eltern sind beide unglaublich gut darin, quasi einen Betrieb und andere Ideen weiterzuentwickeln. Ich versuche jetzt einmal, dass ich in den einen reinwachse und in ein paar Jahren, dass ich den zweiten irgendwie übernehme und reinwachse. Wie das genau funktionieren kann, weiß ich noch nicht. Was ist dir ein besonderes Anliegen jetzt für deinen Betrieb? Also du hast ja, werden wir nachher auf deine Diplomarbeit ein bisschen eingehen, eine Diplomarbeit geschrieben, wo es um das öffentliche Image der Landwirtschaft in Österreich geht. Und was ist jetzt für dich so wichtig quasi, wo bist du deinen Betrieb oder wie siehst du auch als Landwirtin? Also mein Betrieb selber, glaube ich, dass der grundsätzlich gut aufgestellt ist mit die landwirtschaftlichen Teile davon. Also wie gesagt, Ackerbau und Energie, das passt sehr gut für uns. Die Ergänzung ist jetzt eher aktuell, dass ich halt viel fortfahre und als Trainerin unterwegs bin. Und Bildung ist für uns alle am Betrieb extrem wichtig. Meine Eltern waren jetzt beide über 30 Jahre Lehrer. Papa mittlerweile in der Pension, Mama darf noch ein bisschen. Und ich habe gesagt, nein, ich will sicher nicht Lehrerin, jetzt bin ich halt Trainerin geworden. Also im Prinzip genau dasselbe mit einem anderen Marschall. Und wir haben seit über 30 Jahren jedes Jahr zwei Praktikanten. Das heißt, Bildung ist einfach wichtig für uns. Und das ist ein Standbein, was jetzt immer mehr wird, auch durch meine Trainern. Das heißt, genau, ich glaube, du bist Kommunikationstrainerin im landwirtschaftlichen Bereich. Warum braucht es Kommunikation im landwirtschaftlichen Bereich? Also wir als Landschaft leben natürlich wissen das, dass da ganz gut ist, wo man einfach ja, die Möglichkeiten eröffnet, dass man grundsätzlich einfach ja, den Zugang für die Menschen schafft, dass sie hinschauen können, dass darüber geredet wird, wie wird eigentlich produziert. Umso weiter wir von der Produktion quasi weg sind als einzelner Mensch, umso wichtiger ist, dass uns eigentlich das näher gebracht wird. Was hat die jetzt bewogen, dass Kommunikation in der Landwirtschaft machst? Wir sind wahrscheinlich die Branche, über die am meisten geredet wird. Und da ist wichtig, dass wir als Landwirte und Landwirtinnen mitreden. Vor allem niemand kann besser über den eigenen Hof reden, wie der Bauer oder die Bäuerin selber. Die wissen das, die stehen in der Praxis und die können das auch ganz anders argumentieren. Und ich sehe mich in meiner Aufgabe eher darin, dass ich ihnen dann die Werkzeuge in die Hand gebe, dass sie das auch machen können. Siehst du, dass eigentlich jeder reden soll? Also es ist ja immer so, dass natürlich... Es ist in der Wahrnehmung, nimmt man natürlich die Landwirtschaft immer wieder wahr, für das, dass eigentlich eine kleine Gruppe ist, wie du jetzt sagst. Sie bringen sie ja sehr oft ins Rampenlicht quasi. Ist auch ein wichtiges Thema natürlich, weil wir alle essen und deshalb auch Bescheid wissen sollten. Aber soll da jeder sprechen oder wäre es gut, dass manche das Sprechen für wen anderen übernehmen? Kommunikation per se sagt ja noch nichts darüber aus, wie groß meine Reichweite ist. Ich glaube nicht, dass jeder Landwirt oder jede Landwirtin anfangen sollte, regelmäßig Fernsehinterviews zu geben oder eine riesen Social-Media-Präsenz braucht. Ich glaube aber schon, dass sich jeder mit Kommunikation beschäftigen sollte, weil es hat immer zwei Richtungen. Einerseits natürlich das, was ich rausgebe, aber auch, wenn ich anfange zu kommunizieren, dann macht es was mit mir.
Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis oder ein wichtiger Schritt, den ich jedem einfach empfehlen würde. Das heißt, weil du jetzt sagst, wann ich anfange zu kommunizieren, macht das was mit mir? Ich kriege quasi gleich eine Rückmeldung eigentlich, wie komme ich an? Mhm. Aha, das wird gar nicht so gesehen oder was sind die Erkenntnisse da? Mhm. Genau, ich kriege einerseits eine Rückmeldung, andererseits, ich muss mich mit mir selber beschäftigen. Das heißt, ich komme vielleicht einfach auch auf viel drauf. Und sehr viele Bäuerinnen und Bauern sagen, sie hätten gerne mehr Wertschätzung. Ohne Kommunikation wird aber Wertschätzung schwierig, weil für das muss ich in einen Ort Austausch gehen. Das gehen wir vielleicht eh gleich zu deiner Arbeit quasi, wo es auch ums Image der österreichischen Landwirtschaft geht. Es hat ja zu Corona-Zeiten eine Umfrage gegeben, wie beliebt sind gewisse Berufsgruppen. Da war der Bauer und die Bäuerin auf Platz 2 hinter den Ärzten als beliebteste Berufsgruppen, was für viele eigentlich überraschend war, natürlich, weil man grundsätzlich immer entkoppelt Bauer, Bäuerin und Landwirtschaft. Also das wird meistens nicht in einem gesehen. Und der Mensch ist quasi noch immer sehr beliebt, wo man einfach grundsätzlich die Sicht eher auf Bergbauern, auf einen vitalen Menschen hat, der mit Tier und Umwelt extrem gut umgeht. Das ist die Sicht wahrscheinlich, die was da einen zweiten Platz gebracht hat. Und gleichzeitig hat man natürlich immer wieder irgendwelche Dokumentationen, einseitige Betrachtungen von Dingen, wo man nachher Landwirtschaft vielleicht einfach nur sieht mit einem großen Traktor und irgendein Spritzmittel ausgebracht wird oder so irgendwas, wo man einfach die ist nachher untermauert, also als wär das was Schlechtes, was auch immer spannend ist, finde ich. Können wir nachher reingehen. Aber genau, das war eigentlich die Erkenntnis, dass man sagt, okay, Landwirte bzw. Landwirtinnen sind sehr, sehr beliebt. Mhm. Wie war dann Ergebnis deiner Arbeit quasi? Mhm. Ist das so? Ja, ich habe mir grundsätzlich das Image ein bisschen anders angeschaut. Also Image per se ist ja das Bild, was ich in meinem Kopf von meinem Gegenüber erzeuge. Es klingt jetzt eigentlich immer sehr banal, ist aber gar nicht so leicht, weil wenn ich jetzt das Wort Schloss sage, denkst du vielleicht an ein Märchenschloss oder an ein Zahlenschloss oder an ein riesengroßes, rostiges Schloss auf einem Tor daheim, was du mit so einem 30 cm Schlüssel öffnen musst. Und selbst wenn du jetzt an ein Zahlenschloss denkst und die Person neben dir an ein Zahlenschloss denkt, dann könnte das immer nur blau oder grün sein und könnte immer nur 4 oder 5 Kombinationen haben. Sprich, das ist gar nicht so leicht, dass ich jetzt wirklich ein Image aufbaue und das präzise irgendwie abfrage und alle dasselbe meinen. Und Image hat mehrere Dimensionen. Natürlich geht es darum, okay, was ist mein Fremdbild, also wie nehme ich mich andere wahr. Es geht aber irgendwo auch darum, okay, was ist mein Selbstbild und wie sehe ich mich selber. Und ein bisschen eine lange Vorrede, aber das Wichtige ist, ich habe mich in meiner Arbeit mit dem Selbstbild beschäftigt oder genauer gesagt mit Mission, Vision und Werte von der Landwirtschaft. Das heißt, was ist unsere Daseinsberechtigung? Wo wollen wir zukünftig hin und für was stängern wir eigentlich als Branche? Kann man jetzt sagen, dass Sie die Bäuerinnen und Bauern wirklich auch so sehen als Nummer 2 als Berufsgruppe? Glaube ich nicht. Würde ich nicht sagen. In einer anderen Studie, auch 2021, ist erhoben worden, also sie waren ziemlich zeitgleich, dass Bäuerinnen erstens die mediale Darstellung viel negativer einschätzen, wie es tatsächlich ist. Und zweitens, dass sie die Wertschätzung und die Anerkennung deutlich schlechter einschätzen, wie es laut Konsumenten ist. Ich meine, es gibt immer Diskrepanz zwischen dem, was man sagt und dem, was tatsächlich ankommt, natürlich. Aber trotzdem, also Landwirte schätzen sich selber viel schlechter ein, wie was laut Umfragen zumindest von der Bevölkerung gesehen werden. Mhm. Das heißt, man muss einen dicken Auftrag, wo man einen Komplimente machen will, sozusagen. Ist ein Weg, absolut. Und was ist jetzt das Selbstbild der Bäuerinnen und Bauern, das, was bei dir rausgekommen ist? Also wie sehen Sie sie? Ja, das ist gar nicht so leicht, weil wie sehe ich mich selber, hat ja verschiedene Dimensionen. Ich kann zum Beispiel fragen, was ist eigentlich der Nutzen von der Landwirtschaft? Also ganz einmal Basiswissen, warum gibt es uns eigentlich? Müsste ja nicht sein. Sprich, wenn wir keinen Nutzen hätten, dann gab es uns wahrscheinlich nicht mehr so als österreichische Landwirtschaft per se. Und der Nutzen ist laut dem, was die Bäuerinnen und Bauern gesagt haben, zu einem großen Teil einerseits mal die Pflege und Erhaltung von der Kulturlandschaft und Lebensmittelproduktion. Und dann in weit kleinere Assets waren auch noch so Themen wie Traditionserhaltung, dann Wertschöpfung und Arbeitsplätze im ländlichen Raum und natürlich auch Umweltschutz. Genau, ich könnte auch fragen, was sind unsere Stärken jetzt im Vergleich zur industriellen Lebensmittelproduktion? Da haben die Bäuerinnen und Bauern gesagt, dass bei uns vor allem Qualität wichtig ist, die Kundennähe und irgendwie auch die Betriebsstruktur, also im europäischen Vergleich kleiner und familiengeführt. Mhm. Genau, das sind so Themen, die uns einfach ausmachen. Ja, ist eigentlich spannend, wenn von einer gleich so Substanzielles geht, wo wir alle immer hindenken und denken, okay, sie sind für die Haltung des Lebensraums und so weiter und für die Versorgung und so weiter zuständig. Mhm. Und für sie selber eigentlich jetzt der ökonomische Gedanke gar nicht so im Vordergrund ist, ist ja dann auch kein Wunder, dass es wahrscheinlich dann nicht deckungsgleich ist, dass sie dieser
kriegen für das, wo sie arbeiten, was sie eigentlich gern hätten. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass das oft schwierig ist, über Geld zu sprechen und auch das wirklich so durchzurechnen, wenn so viel Idealismus dabei ist. Und auch das ganze Thema Idealismus, persönliche Werte und auch Traditionserhaltung hat sich durch die ganze Studie immer wieder durchgezogen. Also das kann man nicht einfach wegrechnen. Das heißt, für mich jetzt, wenn ich das einmal so zusammenfasse, ist eigentlich voll spannend der Gedanke, dass im Vordergrund was anders steht. Natürlich habe ich dann die Wirtschaftlichkeit eben nicht so da. Das heißt, man müsste eigentlich daran arbeiten, dass der Bauer und die Bäuerin wirtschaftlicher denkt. Da bin ich wieder bei dem, dass man einfach sagt, als Unternehmerin auch sich auszubilden, würde das ein bisschen in den Fokus rücken, wie kann ich mich jetzt wirtschaftlich gut aufstellen. Also wie kann ich von dem auch gut leben, was ich da mache. Mhm. Ja, wäre sicher eine Möglichkeit. Was ich ja persönlich ganz spannend gefunden habe, und das greift da irgendwo ein, ich habe dann gefragt, okay, wo wollen wir denn quasi hin? Also was sollen den Konsumenten in 30 Jahren über die Landwirtschaft sagen? Und das Thema, was da einfach ganz stark gekommen ist, war Wertschätzung und Anerkennung. Und nur die Hälfte davon haben dann nur gesagt, ja, dass wir gute Lebensmittel produzieren. Und nur mal die Hälfte haben gesagt, naja, dass wir verlässlich sind und dass das hochwertige Lebensmittel sind und so. Das heißt, es geht ganz stark in den Wertschätzungsbereich rein. Was wichtig ist und spannend ist, aber erstens ist keine gute Antwort auf die Frage, weil wie sollen sie uns denn sagen, ja, sie sollen uns mögen, das ist jetzt keine Grundlage für ein Kommunikationskonzept oder wie ich mich zukünftig aufstelle. Und zweitens, nur weil ich Anerkennung und Wertschätzung bekomme, heißt das noch nicht, dass mein Betrieb lebt. Stehen sie eigentlich nicht dazu, dass sie was damit verdienen wollen? Also jetzt, dass sie eigentlich die Wertschöpfung aussprechen können, also sie quasi ein bisschen hinter dem verstecken, ich möchte gerne Wertschätzung und heißt das für einen vielleicht auch gleichzeitig, und Wertschätzung heißt auch, dass ich davon leben kann und was dabei verdiene, aber ich sprich es nicht aus, weil ich es eigentlich nicht ansprechen will. Oder? Mhm. Ich glaube, dass Wertschätzung, ja, möglich ist. Ich glaube, dass Wertschätzung insofern so ein spannender Begriff ist, weil er so ein großer Begriff ist. Mhm. Und wir haben eh schon mal eine ganz tolle Diskussion auch darüber gehabt in einem anderen Rahmen. Was ist denn Wertschätzung? Das ist für jeden so was anderes. Es kann sein, dass meine Produkte gekauft werden. Wertschätzung kann für mich bedeuten, dass ich regelmäßig einen Schulterklopfer kriege oder dass mich wer anredet und sagt, das ist super, was du da tust. Wertschätzung kann für mich auch sein, dass ich mediale Anerkennung kriege oder einfach keine negativen medialen Berichterstattungen mehr kommen. Das ist für jeden so was Individuelles. Und es gibt so viele Studien, die sagen, okay, die Landwirtschaft wünscht sich mehr Wertschätzung. Was das aber konkret bedeutet und in welcher Form man die Wertschätzung dann auch annehmen kann, das ist sehr schwierig zu erheben. Machst du als Kommunikationstrainerin dann auch genau sowas, dass du mit Betrieben oder mit Bäuerinnen und Bauern erarbeitest? Was heißt denn für die jetzt Wertschöpfung oder Wertschätzung? Und ist das auch Wertschöpfung für die jetzt? Trauen Sie sich das dann ansprechen oder kommst du zu dem Punkt gar nicht? Ja, genau so was mache ich. Und es gibt so ein Wort, jeder, der bei mir schon mal in einem Seminar gesessen ist, der kann das wirklich auswendig, und zwar Selbstreflexion. Also wenn man das nicht 10-mal gehört hat, kommt man bei mir aus keinem Seminar. und genau um das geht es auch. Also die ganze Studie und die ganzen Themen, die sind ein Angebot. Und wenn das wer hört und sie denken, das ist so ein Blödsinn und was redet denn die überhaupt? Voll gut. Die Aufgabe ist nur, dann eine bessere Lösung zu finden. Und das ist quasi eine gewisse Reibfläche, von der kann man mal anfangen und dann schauen, okay, was bedeutet denn das für mich oder wo stehe ich in dem ganzen Zusammenhang? Und da ist unter anderem dann halt auch ein Thema, okay, was heißt für mich Wertschätzung? Wie kann ich die Anerkennung, die ich gern hätte, überhaupt annehmen oder in welcher Form sollte die sein? Und was muss ich denn da, damit das überhaupt passieren kann? Weil von allein kommt es halt nicht. Voll. Ich merke immer, dass es Arbeit im landwirtschaftlichen Bereich immer auseinanderklafft, dass man eigentlich sagt, man möchte für sein Produkt mehr generieren und gleichzeitig kauft man aber die billigsten Produkte quasi. Also man ist nicht bereit. Also ich sage immer, man werfe den ersten Stein quasi so in der Art. Also wenn ich natürlich nur das billigste heimtrage, werde ich für mein Produkt auch immer nur das billigste kriegen wahrscheinlich oder den geringsten Wert. Wenn ich da vielleicht anfange, mich anders zu orientieren, und das wäre ja auch so ein Thema eigentlich, einfach zu sagen, okay, ich möchte für mein Produkt einen gewissen Wert erzielen. Das ist ja einfach, da stehe ich einfach nur da. Das ist ja nicht irgendwas, für das muss man sich ja nicht schauen, sondern das ist einfach, ich stehe zu meinem Produkt im Endeffekt. Wo das ganz gut geschafft wird, ist in der Direktvermarktung und in der Veredelung natürlich. Da sagt man einfach, ein Veredler sagt, okay, ich mache ein gutes Produkt und das hat seinen Wert und unter dem verkaufe ich das nicht. Und der Direktvermarkter verkauft natürlich viel mehr wie nur das Produkt. Der verkauft eigentlich seinen ganzen Arbeitsprozess, wo man reinschauen kann im Endeffekt, sich als Mensch natürlich auch, wo er über das redet, was er macht. Und die zwei Bereiche, die schaffen das, glaube ich, auch ganz gut, ist da auch ähnlich. Also kann man das vergleichen nachher mit den Direktvermarktern und Veredlern,
wie die Wertschätzung erhalten gegenüber denen, die was jetzt prozessorientiert sind und wirklich ein Produkt einfach dann abgeben und nichts mehr mit dem Endprodukt zu tun haben, quasi jetzt wirklich Prozessoptimierer sind? Mhm. Ja, genau, da ist die große Diskrepanz. Natürlich, wenn ich direkt vom Markt da bin, habe ich erstens für einen stärkeren persönlichen Bezug zu meinem Produkt. Ich arbeite ja auch viel mehr damit oder mache was mit den Händen, schaffe das selber oder habe mir selber die Rezepte überlegt. Und reine Prozessoptimierer oder einfach Landwirte, die Produkte erzeugen und die zum nächsten Landesproduktenhändler bringen. Genauso wichtig, auch genauso wertvoll, aber da habe ich auch keinen direkten Austausch. Da habe ich nicht meinen Kunden, der sagt, der letzte Aufstrich war wieder mal richtig gut. Oder der sagt, Eicherfleisch, unglaublich, gibt es mir das nächste Mal wieder Backe. Das habe ich heute einfach auch nicht. Das heißt, der Austausch wird dann auch schwierig. Und es gibt ja Studien, die das belegen, je weniger Landwirte jetzt beim Endkonsumenten bei sich zum Tor haben, desto eher haben sie das Gefühl, dass ihr Image nicht gut ist und desto eher sind sie auch unzufrieden mit der ganzen Thematik. Wir haben da mal uns, also jetzt einen Podcast dazu gehabt, wo man wirklich das einmal beschreibt, ein bisschen, wo ich natürlich jetzt zum Beispiel als Milchbauer einfach mal Milch abgib. Geht genau dies verloren. Und woher soll die Wertschätzung kommen? Die kann eigentlich nur am Bankkonto kommen, sonst gar nirgends, wo ich irgendwo einfach nur unter Anführungszeichen ein Produkt in einer gewissen Menge produziere, ohne mir Gedanken zu machen, wie wird es abgesetzt, wer kauft das überhaupt. Vielleicht kaufe ich es nicht einmal selber, das merke ich auch immer wieder, ja. Dass man oft dann vielleicht nicht einmal zu seinem eigenen Produkt hochwertig greift, sondern zu der Einstiegsmarke und sage, ich sehe meine Milch drinnen, aber ich kaufe es halt dann auch am billigsten sozusagen. Also die Wertschätzung, wo soll die herkommen und kommunizierst du das mit einer, dass sie, oder erarbeitest du das mit einer, dass sie eigentlich die Wahrnehmung haben nachher, aha, ich muss eigentlich meinen Prozess optimieren, sodass ich gut verdiene, nachher ist das meine Wertschätzung, oder ich muss irgendwie mir anders ausrichten, oder wo gehst du mit einer hin? Mhm. Ich gehe grundsätzlich in die Richtung, dass Wertschätzung per se mehrere Möglichkeiten hat. Das heißt, die kann man die entweder von außen holen oder auch innen gerichtet. Das heißt, wenn ich mich selber schätze für das, was ich mache, oder wenn ich mir selber einen gewissen Wert zumesse, dann ist das ja auch extrem viel wert. Und dann heißt es vielleicht auch in deiner Ausprägung, dass ich die höherwertigen Produkte kaufe. Das kann aber auch heißen, dass ich mir einfach Pausen gönne in meinem Alltag. Oder dass ich sage, okay, das Betriebsstandbein hat jetzt nicht funktioniert, dann suche ich mir halt eine Alternative, weil mir meine Zeit was wert ist. Das hat oder ich erhalte einfach nur meinen Hof, unter Anführungszeichen nur, weil ich das einfach unglaubliche Aufgabe, als unglaubliche Aufgabe erachte. Und das ist ja eigentlich auch was ist, wo ich mir denke, das gibt es dann in die nächste Generation. Mhm. Dieses Jahr kriegst du von der nächsten Generation wahrscheinlich eine Wertschätzung, wie du jetzt deinen Eltern gegenüberbringst wahrscheinlich. Ja, absolut. Und was da jetzt die richtige oder die beste Lösung ist, also das ist nicht mein Platz, das zu sagen, sondern das ist das, was ich mache oder der Rahmen von den Seminaren, das ist ein Angebot. Und was die Bäuerinnen und Bauern dann daraus konkret machen oder was sie mitnehmen, das ist eher eine Sache. Und da glaube ich, darf ich auch nicht sagen, was ist richtiger oder was ist falscher, weil im Endeffekt muss es für die Person passen. Und ich bin überzeugt, wenn man den richtigen Weg für sie findet, dann macht man auch gute Produktion und dann läuft da der Betrieb, so wie er halt laufen soll. Und wie das konkret für jeden Einzelnen ausschaut, das muss man selber bestimmen. Das heißt, du nimmst sehr oft die Kommunikation als Startpunkt einer Gesamtreflexion, würde ich mal meinen. Ob ich dann die Wertschätzung in mir drinnen natürlich, das war immer das Optimale, weil das hat man immer dabei, sich selber, gell? Da braucht man irgendwie einen Bonn, das war eigentlich sehr praktisch. Wenn man das natürlich schafft, ist super, aber durch das löst du sehr oft aus, dass wirklich junge Menschen reflektieren quasi und sie vielleicht sogar anders ausrichten, oder wie? Ja, entweder anders ausrichten. Ganz oft ist es aber mal die zentralste Frage überhaupt. Quasi, warum bin ich überhaupt Bäuerin oder Bauer? Und das klingt voll banal, ist aber unglaublich schwierig. Und ich habe nicht selten wenn dabei gehabt, der dann wirklich mit Tränen in den Augen da gesessen ist und gesagt hat, ich weiß es nicht. Oder ganz oft kommt der Spaß so, ja, wer soll es denn sonst machen? Ist aber kein Spaß. Ich hab schon Betriebsführerinnen gehabt und Betriebsführer, die gesagt haben, naja, ich war als Einziger da, wer soll es denn sonst machen? Und das ist so ein wichtiges Kernthema und ich glaube, das muss man reflektieren, weil sonst bringt die ganze Kommunikation nichts. Weil die sollte ja möglichst gut zu mir und zu meinem Betrieb passen und möglichst ehrlich und authentisch sein. Sprich, dann muss ich ja wissen, was das heißt für mich und meinen Betrieb. Ich glaube, sehr oft ist man einfach eingeboren quasi und übernimmt das nachher und denkt über das gar nicht nach. Das heißt, du nutzt die Kommunikation, quasi deine Kommunikationstrainings auch wirklich, dass die Ausrichtung und die,
die Innenschau beziehungsweise auch das richtige Herholen. Warum bin ich das eigentlich? Habe ich mir das selber ausgesucht oder bin ich da hingesetzt worden? Dass man das nochmal gut reflektiert. Ich glaube, das ist ein guter Startpunkt. Da soll ja eigentlich jeder Jungbauer und jede Jungbäuerin bei dir gleich mal ein Seminar machen, bevor wir überhaupt losstarten im Endeffekt. Wäre nicht schlecht. Würde mich freuen, natürlich, ja. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das gut reflektieren kann. Also natürlich, danke für die Werbung, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass ich mich selber damit auseinandersetze. Dass ich nicht einfach blind reinstarte und sage, ja, machen wir halt, weil die letzten paar hundert Jahre ist es auch gut gegangen. Das ist ziemlich gefährlich. Sondern eher, dass ich für mich selber gute Gründe habe. Und wann der gute Grund ist, naja, es ist Traditionserhaltung oder ich mache es halt, weil ich der oder die Älteste bin, passt auch. Für mich selber muss es passen. Und ja, da geht Kommunikation und Selbstreflexion irgendwo auch Hand in Hand. Ich glaube, Klarheit hilft einem natürlich noch und da, dass man weiterkommt, wo man da klar ist. Dann sucht man auch nicht nach Wertschätzung beim Bereich, wo man eigentlich sowieso nichts zu erwarten hat, weil man da ja gar nicht seine Augenmerk hingelegt hat. Ja, genau. Und man kann es dann auch annehmen, weil grundsätzlich ist schon viel Wertschätzung da. Also ich habe das Gefühl, dass das Anerkennung grundsätzlich jetzt nicht die Mangelware per se ist. Natürlich könnte es mehr sein, da brauchen wir nicht reden. Wenn ich es nicht annehmen kann, kann ich nur so viel Wertschätzung bekommen, dann sehe ich es halt nicht. Und an dem Punkt muss man mal kommen, wo ich weiß, okay, was bedeutet denn für mich Wertschätzung und Anerkennung und kann ich die überhaupt annehmen, das Lob oder das Feedback? Genau, her ist überhaupt. Und ich habe es voll schön gefunden, wie ich das wahrgenommen habe, dass die Bäuerinnen und Bauern da an der zweiten beliebtesten Berufsgruppen landen, ist schon ein unglaubliches Kompliment. Das müssen wir eigentlich voll feiern, ja, sozusagen. Und von daher, ja, ist das schon was man vielleicht dann auch überhört, so quasi, jetzt ist ein Kompliment da, aber eigentlich, ja, passt schon. Ja, und weiter geht's so ungefähr. Also jetzt im Endeffekt auch wirklich hinhorchen. Ich finde schon, also ich selber auch finde, dass ich einfach, dass ganz viele Menschen sehr schöne Sicht auf die österreichische Landwirtschaft haben, weil sie einfach verstehen, um was das geht, weil auch ganz viele Menschen irgendwo natürlich aus dem ländlichen Bereich in die Städte ziehen und so weiter und dann irgendwo nur einen Bezug haben. Und dann gibt's natürlich auch ganz viele Menschen, die was gar keinen Bezug mehr haben und da ist einfach ganz, ganz wichtig, hin zu kommunizieren und das auch wirklich aufzumachen, dass man da eine Sicht hinkriegt. Was schlagst du deinen Schülerinnen sozusagen und Schülern davor, wie sie es angehen sollen? Also schaust du mal, was sind die Voraussetzungen, zu was ist jemand fähig, was will wer oder wie gehst du das an, dass man eigentlich dann zu kommunizieren beginnt so, wie es auch für einen als Persönlichkeit nachher auch stimmig ist. Ja, ganz genau. Das Schlagwort ist individuell. Also ich kann mit Social Media starten, das ist ja ganz oft so das Erste, was gefragt wird, ja super, machst du dann Social Media Kurse? Ja, natürlich, aber nicht nur. Es muss zum Betrieb passen. Ich kann genauso gut tolle Artikel in Gemeindezeitungen schreiben. Ich kann mir die Zeit nehmen und mit anderen Menschen reden. Ich kann mir Schulklassen zu mir heim einladen. Ich kann Newsletter verschicken, ich kann Broschüren auflegen. Je nachdem, was einfach zu mir und meinem Betrieb passt. Und egal, welche Maßnahme das ist, alles davon ist wertvoll. Und das sind lauter kleine Ziegelsteine und somit kann man gemeinsam was aufbauen. Wie schaut so ein Kommunikationstraining dann aus? Also jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin eine junge Bäuerin und möchte gerne Influencerin werden quasi in meinem Bereich oder möchte meinen Betrieb nach außen tragen. Was erwartet mich da? Also grundsätzlich schauen die ziemlich lustig aus. Das Wichtigste ist mir, dass die Leute Spaß haben dabei und auch, dass sie mit einem guten Gefühl rein und im besten Fall auch noch rausgehen. Das heißt, Kommunikation wird grundsätzlich mal was positiv Besetztes sein. Weil auf einmal muss ich mich öffnen und es kommen viel schwierige Themen oder ich muss darüber nachdenken, okay, wie geht es mir selber damit oder kriege vielleicht auch Feedback oder Kritik. Das ist aber nicht alles, sondern grundsätzlich ist Kommunikation was Positives und ich habe die Möglichkeit, in einen tollen Austausch zu gehen. Genau, also Spaß ist einmal die erste Grundsäule und an der ist echt nicht zu rütteln. Ansonsten je nach Thema. Das heißt, wenn du jetzt Influencerin werden magst, würde ich dir einen Social Media Workshop empfehlen. Wobei du und dein Team das ja natürlich eh voll im Griff habt. Das heißt, dann schaut man sich das halt wirklich an, okay, was sind meine Inhalte, wie kann ich das aufbauen, wie gehe ich vielleicht damit Technik um. Ich kann aber auch so eine Schreibwerkstatt machen. Dann schauen wir sich an, okay, wie schreibe ich denn einen Artikel? Was interessiert Konsumenten? In welche Richtung kann ich gehen? Wie kann ich Leute vielleicht da begeistern? Du kannst genauso gut ein Storytelling-Seminar machen, wo es dann wirklich darum geht, okay, welche Geschichten sind denn interessant? Wie baue ich eine faszinierende Geschichte auf? Wie reise ich Leute da überhaupt mit? Und auch, wie kann ich es so aufbauen, dass ich zum Schluss vielleicht irgendeinen Nutzen habe oder irgendein Ergebnis, was ich mir erhoffen würde? Genau, also es ist sehr individuell und es kommt wirklich drauf an. Ja,
Wie würdest du jetzt wahrnehmen, die Kommunikation aktuell der Landwirtschaft? Also jetzt wird ja recht viel da. Es gibt viele Menschen, die was schon über die sozialen Medien nach außen gingen und so weiter. Ein Snapshot, wie schaut momentan die Kommunikation der Landwirtschaft aus? Gelingt es gut oder nicht? Schwierige Frage. Ich sage immer, dass es in der Agrarkommunikation so drei große Strategien gibt. Die erste Strategie, das ist so die Proteststrategie quasi. Wir sind super, wir haben hohe Standards, die Leute kennen sich nicht aus, aber wir sind so nett und nehmen sich Zeit und erklären so etwas, was wir machen. Und auch wenn ich grundsätzlich dabei bin, dass wir hohe Standards haben und dass Erklärungen wichtig sind, ist halt ganz schwierig, wenn ich mich da so selber auf einen Stockerl stehe und sage, na, aber also ich bin klasse, gell. Stell dir vor, ich kam bei meinen Seminare rein und sage, naja, ich kenne mich aus mit Kommunikation und weil ich nicht so bin, erkläre ich es euch halt. Ich meine, super unsympathisch. Sprich, da wird es halt einfach auch schwierig, dass ich einen gewissen Austausch habe. Die zweite Strategie, was sehr oft kommt, ist so die Vogelstrauß-Strategie oder Kopf in Sand, gäbe nichts an. Oder in Sätzen formuliert wäre das dann sowas wie, das soll doch bitte die Arme machen, für das haben wir einen Bauernbund, wir haben eine Interessensvertretung. Kurz und knapp jeder andere außer ich, weil das ist ja nur Werbung und wenn ich es mache, dann kommt Kritik. Und bei so einem Vogelstrauß, ich weiß nicht, hast du schon mal einen gesehen? Ja, natürlich, also Vogelstrauß und das also nicht nur Synonym dazu, sondern Ja. Das sind ja ganz liebe Viecher, gell? Ja, das sind ganz liebe Viecher, aber ein Dachmunter sozusagen. Ja, genau. Mit dem Kopf. Und was man über die wissen sollte, ist, sie schauen zwar recht lieb aus, man sollte es aber nicht streicheln, weil die können ganz schön rabiat werden. Das heißt, wenn man dann so einen Vogelstrauß... Also ich bin jetzt immer ein Bauern vor mir. Ja. Vor meinem inneren Auge. Okay, konkreten, ja, aber kennen Sie aus. Also bitte jetzt nicht das Aufruf verstehen und Bauern streicheln zukünftig. Genau, aber wenn man so einen Vogelstrauß jetzt so antippt und sagt so, ja, komm, man mag es nicht und probier mal, dann kann es sein, dass die ziemlich rabiat werden. Wir werden es besser. Genau. Ist natürlich insofern auch sehr schwierig zu sagen, okay, gib mir nichts an, bitte wer anderer. Und dann mit ausgefahrener Übung sagen, na, also ich nicht. Ich nicht und dann vor allem auch oft kritisieren natürlich das, was andere machen, aber selber nichts machen. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was das am meisten ausmacht. Ja, genau. Und so die dritte Stufe war quasi, dass man in einen Dialog tritt, miteinander Lösungen findet und halt wirklich auf Augenhöhe einen Austausch hat. Und ich beschreibe das immer ganz blumig als heiligen Gral. Das ist eigentlich nur, dass ich mir wirklich Zeit nehme für das. Und der heilige Gral per se, den haben wir lustigerweise bei einer von den Arbeiten entdeckt. Und zwar mit einer Freundin gemeinsam habe ich in Wien auf der LKÖ meine Bachelorarbeit geschrieben über digitale Imagebildung in der Landwirtschaft. Und dann haben wir gesagt, okay, passt, jetzt schnappen wir sie die ganzen Experten, machen wir mit denen so Interviews und schauen einmal, wie kann Kommunikation für Landwirtschaft einfach funktionieren. Ganz bodenständig. Kann ja nicht so schwer sein, quasi. Also, war eine naive Einstellung und wir haben gesagt, so schwierig kann es jetzt wirklich nicht sein. Passt, haben wir sie die alle geschnappt, die haben wirklich Zeit gehabt für uns, war großartig und haben die Interviews geführt, haben das ausgewertet. Meine Kollegin und ich sind dann zu einem netten runden Tisch gesessen in der Kammer. Ja, und sind draufgekommen, so wirklich einen heiligen Gral, so eine leichte Lösung haben wir jetzt nicht entdeckt. Gell? Passt, neue Runde, neues Glück. Wir haben gesagt, jetzt schnappen wir die ganzen Kammerkommunikationsexperten und wir machen Fokusgruppen mit Konsumenten und mit Landwirten aus ganz Österreich. Und jetzt fragen wir die, wie kann Kommunikation in der Praxis ausschauen? Kann ja nicht so schwierig sein. Ja, passt, haben wir nochmal gemacht, haben wir nochmal transkribiert und ausgewertet und sind wieder auf demselben runden Tisch gesessen und sind draufgekommen, naja, so wirklich eine Lösung haben wir jetzt auch noch nicht. Und zu dem Zeitpunkt, okay, wir hätten dann irgendwann einmal Arbeit abgeben sollen, ein bisschen durchfrustriert waren wir auch schon und so wirklich, wir haben es einfach nicht vom Fleck bewegt. Das heißt, meine Kollegin ist da gesessen, ungefähr so, absolute Verzweiflung und ich habe gesagt, passt, ich hole uns mal einen Kaffee und dann schauen wir weiter. Gehe halt um in die Betriebsküche, lass uns den Kaffee runter, gehe wieder zurück zu ihr und gebe das Heferl in die Hand und ich schaue sie an und sie schaut mir an und wir schauen das Heferl an und dann sind wir draufgekommen, naja, eigentlich ist der heilige Gral in der Kommunikation ein Kaffeeheferl. Und zwar das Kaffeeheferl, was jeder von uns schon daheim hat und immer wieder nutzt. Weil was passiert denn, wenn wer zu mir heimkommt am Hof? Ich sage, Christi, komm einer, magst du einen Kaffee? Du nimmst dir Zeit, du redest miteinander, du interessierst dich für dein Gegenüber. Und schwieriger ist eine gute Kommunikation nicht. Das heißt, die dritte Strategie, die manchmal findet, ist quasi der heilige Gral und einfach der Versuch, dass ich auf einen ehrlichen, guten Austausch miteinander komme. Und jetzt zurück zu deiner Frage, du hast gefragt, wie läuft denn das aktuell? Naja, ich würde sagen, es ist eine gute Mischung aus den drei. Entweder es ist wirklich so die Proteststrategie, quasi wir kennen sie aus und wir erklären es netterweise. Oder man sagt, okay, geht mir gar nichts an. Oder man versucht wirklich, dass man in einen Dialog kommt. Aber das braucht natürlich Zeit und eine Übung. Mhm.
Genau, das nimmt man jetzt ja eigentlich schon sehr, sehr gut wahr, dass die der dritte Aspekt eigentlich ganz gut schon umgesetzt wird. Es gibt ja verschiedene Initiativen, die eigentlich auch voll gut funktionieren, zum Beispiel Farmfluencerinnen, die du ja auch in deinen Kommunikationsseminare immer wieder drin hast, merke. Mhm. Da passiert dann eigentlich auch genau das, dass man eigentlich ja aufklärt, proaktiv ist, zuhört, seine Community bespült mit dem, was sie eigentlich abfragen und wirklich ja, sie einschauen lässt ein bisschen. Ja, total. Und was die Farmfluencer alle, finde ich, extrem sympathisch macht, ist eine offene und ehrliche Art. Und die haben einfach so einen Schmäh und so einen Schwung dabei. Da muss man ja eigentlich positiv zugehen. Und selbst wenn ich kritische Fragen habe, da traue ich mich dann auch eher was fragen, wie wenn ich halt irgendwas nur starr erklärt kriege. Mhm. Das machen sie sehr gut. Ja, also das ist so ein bisschen die nächste Generation, die auch für mich manchmal sind so alte Sichtweisen dann oft nur dabei, auch bei jungen Leuten, wo ich wieder überrascht bin, aha, wie kommt das jetzt da hin? Und dann hat man natürlich auch einfach immer wieder Kommunikation, was so ein bisschen für mich oldschool ist, in dem Sinn, dass es einfach ein bisschen brachial ist, das eben, was du jetzt gesagt hast, wo man ein bisschen in diese zweite Strauß Partie eindringt, aber nicht ganz, sondern man tut dann, wenn es wirklich ein ganz großer Unmut ist, quasi wieder für irgendwas, dann lässt man es halt doch wieder irgendwo außer. Und das nehme ich auch wahr, also das ist leider sehr laut oft, das wird überdimensional in der Gesellschaft wahrgenommen, das finde ich eigentlich voll schade, weil die meisten Bäuerinnen und Bauern, die ich kennenlerne, sind voll innovativ, voller Datendrang, wollen Dinge umsetzen, wissen genau, warum sie eigentlich Bauer und Bäuerin sind. Sie wissen, was sie mit einem Hof machen wollen und wenn sie es noch nicht wissen, sind sie am Weg dorthin, dass sie es außerfinden. Und das ist eigentlich so immer die Generation, wo man denkt, wow, voll lässig, also da sehe ich voll große Hoffnung. Und das andere ist einfach sehr laut. Ist das in deiner Wahrnehmung auch oder ist das jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung? Mhm. Bin ich absolut bei dir. Aber ich finde, man muss auch immer hinterfragen, okay, wer macht denn das? Ist vielleicht einfach der Job von der Person, laut zu schreien? Oder ist es jetzt wirklich eine Einzelperson, die das macht? Und vor allem, was steckt dann vielleicht da dahinter? Jetzt ist eigentlich der ganze landwirtschaftliche Bereich jetzt auch politisch, zum Beispiel gibt es ein eigenes Ministerium und so weiter, wo man mit Menschen außerhalb der Bubble natürlich redet, so wahnsinnig, ich sage eigenes Ministerium, dann kommt mir immer noch vor, dass zu wenig gehört werden, so in der Art, das ist auch voll spannend eigentlich, gell, weil man natürlich drinnen sagt, naja, in der Bubble, hey, das ist ja eigentlich immer noch zu wenig, weil es geht ja immerhin um unser Essen, was ja auch voll stimmt und um unseren Lebensraum vor allem, was auch voll wichtig und wesentlich ist. Das heißt, das braucht ein eigenes Ministerium. Findest du, dass zu wenig Gehör gekriegt wird? In Bezug auf was? Dass die Landwirtschaft einfach wahrgenommen wird in der Gesellschaft, also mit dem, dass man wirklich hinterkommt, dass die Gesellschaft wahrnimmt, dass es eben um unser Essen geht, dass es um unseren Lebensraum geht und dass dies die Voraussetzungen sind oder dass man dies mehr unterstützt oder sie mehr identifiziert auch mit der Landwirtschaft. Mhm. Ja, das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass generell zu wenig aktiver Austausch ist für beide Seiten. Und es ist auch schwierig, wenn ich immer nur irgendwelche Schlagworte höre oder Überschriften lese, dass ich dann wirklich in so ein komplexes Thema wie Landwirtschaft eintauche und in den Austausch komme. Landwirtschaft ist bei fast jeder Materie oder fast jeder Branche eine Querschnittsmaterie. Das heißt, es geht immer um viele Themen gleichzeitig. Uns betrifft das Klima, uns betrifft Lebensmittelsouveränität, Ernährung und wie gesund ist die oder wie wirkt sich das auf die Körper aus. Irgendwo auch das Unternehmertum, was dabei ist. Und da wie ganz, ganz viele einzelne Teilbereiche. Das heißt, es sind einfach komplexe Themen und für das braucht es Zeit und auch einfach das Commitment, sich da wirklich damit zu beschäftigen. Jetzt kann man das natürlich nicht von der gesamten Gesellschaft verlangen. Wir haben gemeinsam in einer Arbeitsgruppe für die Vision 2028 gearbeitet. Da sieht man natürlich ganz, also in unserer Arbeitsgruppe waren halt ganz viele verschiedene Interessen eigentlich auch gegeben. Und da gibt es natürlich Menschen, die was sagen, naja, wieso sollen unsere Kinder darüber lernen, wie ein Brot hergestellt wird. Das ist ja, die müssen ja viel andere und wichtigere Dinge kennen. Und da stehst natürlich da als jemand, der was jetzt essen, als das erkannt hat, was uns doch nährt und was wir jeden Tag brauchen. Oder überhaupt aus der Landwirtschaft noch. Und wo du denkst, wow, das gibt es auch. Also dass eigentlich das gar nicht am Radar ist. Wie schaffen wir das, dass das flächendeckend, weil wie du richtig sagst, das spielt eigentlich überall ein. Im Endeffekt ist ein Thema, das kann man überall spielen, weil es eigentlich immer da ist. Wie schafft man das, dass jetzt so eine kleine Gruppe unter Anführungszeichen, also 3% Bauern und Bäuerinnen gibt es in Österreich, glaube ich, und dass man diese kleine Gruppe quasi, dass die in der gesamten Wahrnehmung ist, reicht ein Ministerium aus? Reicht das aus, wie man momentan dann? Oder was wäre kommunikativ zu tun, um da flächendeckend in der Wahrnehmung zu sein?
Nein, Ministerium reicht nicht aus. Und die ganzen öffentlichen Stellen, die das machen oder die verschiedensten Interessensvertretungen. Ich meine, es ist toll, dass sie die um Kommunikation bemühen und da passiert auch viel. Ich glaube aber, dass von den Bäuerinnen und Bauern selber rauskommen muss. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, natürlich, man kann nicht von jedem erwarten, dass er sich bis in die Tiefe mit jedem Thema auskennt. Ich glaube, was eher der springende Punkt ist, man sollte ein gewisses Vertrauen haben, dass die Bäuerin oder der Bauer sich gut um meine Lebensmittel kümmert. Und man sollte eine Anlaufstelle haben, wo kann ich hingehen und wo kann ich fragen, wann Themen auftauchen. Und ich glaube, mit dem ist schon sehr viel abdeckt. Weil persönlich, es gibt ja sehr viele Themen, die uns im Alltag stark beschäftigen oder die wir immer mit haben. Zum Beispiel entsperrt der Durchschnittsösterreicher über 80 Mal am Tag sein Handy. Die wenigsten haben sich bisher jemals gefragt, wie der Alltag von einem Programmierer ausschaut. Oder faire Mode. Es wissen fast alle, dass es in der Kleidungsindustrie Defizite gibt oder irgendwie schwierige humanitäre Zustände gibt. Das heißt nur lange nicht, dass irgendwie faire Kleidung getragen wird. Das heißt, einmal so grundsätzlich vom Wissen bis Beschäftigen bis tatsächlich was umsetzen, da ist definitiv ein Gap. Das heißt, in der Landwirtschaft sind wir nicht die einzigen, die die wichtigen Themen haben. Das sollte uns bewusst sein, aber umgekehrt macht es das nicht weniger wichtig. Das heißt, einfach zu wissen, es gibt da Themen, ich kann wenn fragen und grundsätzlich gibt es da Leute in dem Beruf, die sich damit beschäftigen und die einem Bestes geben. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Mhm. Und eigentlich wäre es natürlich leicht, wie wir jetzt eingangs gesagt haben, wo ein gewisses Image da ist, was die Landwirtschaft betrifft, dann habe ich dieses Jahr Image ist immer Vertrauen. Und das wäre natürlich eigentlich das Optimale, weil man braucht eigentlich gar nicht so tief eindringen, was ja grundsätzlich gar nicht möglich ist in dem Leben, dass man über alles Bescheid weiß immer. Das heißt, es wird ausreichen, wo man ein gewisses Vertrauen hat, das ja eigentlich groß ist, grundsätzlich, würde ich meinen. Ja, grundsätzlich ja. Und dann kommen halt unsere Spezialthemen, wo es halt dann einfach schwierig wird. Also entweder wo Medialthemen auftauchen, wo Konfliktthemen sind, wo einfach Wertekonflikte zum Beispiel auftauchen. Zum Beispiel ganz grundsätzlich ist man dafür, dass Tiere gehalten und genutzt werden dürfen oder nicht. Das heißt, es gibt immer wieder so Schwerpunktbereiche, wo es dann einfach schwierig ist oder wo es reibt. Und gerade da finde ich das Vertrauen so extrem wichtig, weil wenn ich das Vertrauen habe, dass sie mir gegenüber gut meint, und eigentlich inhärent das Bedürfnis hat, was zu ändern oder zu hinterfragen oder sich auch damit zu beschäftigen, wie geht's mir, dann kann ich erst in einen richtigen Austausch kommen. Mhm. Wenn ich mir gegenüber nicht ernst nehme oder überhaupt nicht verstehe, was der oder die sagt, na, dann wird es schwierig. Wie warst du bei deiner Masterarbeit? Wie steht es ums Vertrauen für ein eigenes Berufsfeld eigentlich? Hast du das auch irgendwie abgefragt? Leider nein. Was mir aufgefallen ist. Kannst du es ableiten? Ja. Was mir aufgefallen ist, ist, in welche Richtung die Antworten gegangen sind. Also ich habe von über 400 Bäuerinnen und Bauern über 12.745 Antworten erhalten. Das ist eine ganze Menge. Und je nachdem, wie genau man es kodiert, also es waren lauter offene Antworten, die sind alle kodiert worden, da sitzt man schon eine Zeit dabei. Und du merkst halt, wie die Umfragen um und um geschickt worden sind. Und wenn es gerade erreicht hat, da waren immer wieder so Nester an Antworten. Und teilweise waren die zutiefst negativ oder misstrauisch oder einfach verunsichert. Das sind alles drei Attribute, die eigentlich nicht gut sind für das, wie wir in unsere Kommunikation treten wollen. Weil weder Verunsicherung nur ja eigentlich ganz grundlegend Angst ist, was mit dem wir eigentlich einstarten wollen. Kommunikation sollte per se positiv sein oder hätte die Chance, dass uns näher zusammenbringt statt auseinander. Woher kommen die Unsicherheiten im landwirtschaftlichen Bereich? Wo sind da die Christen? Was in die Seminare merke, ist vor allem mediale Darstellung und die Angst, dass ich es quasi falsch mache. Also wenn ich jetzt anfange zu kommunizieren, wird wahrscheinlich irgendeine Art Rückmeldung kommen und vermutlich vielleicht auch Kritik. Mhm. Genau. Und bezieht sich das immer auf eine Arbeit oder nur auf die Kommunikation dann? Nein, auf die Arbeit. Genau. Ich glaube, viele könnten damit leben, wenn sie jetzt nicht die perfekten Rhetoriker sind. Andererseits der Betrieb, der seit ein paar hundert Jahren in der Familie ist und wo man wirklich das ganze Herzblut einsteckt und wo auch die ganze Familie aktiv mithilft und der kritisiert wird, da geht es uns eingemacht und da wird es halt einfach auch sehr emotional. Mhm. Das heißt, was da oft fehlt, ist das Verständnis wahrscheinlich, also wo man jetzt voller Stolz sein Hof herzeugt und dann kriegt man eigentlich nicht die Anerkennung zurück, sondern es wird sogar vielleicht hinterfragt, warum tust du denn das so und warum ist denn das da so und warum schaut es denn da so aus? Dann ist ja natürlich null Verständnis, dass jemand jetzt das kritisiert, wo man doch sein Bestes gibt. Und das ist schon eine Herausforderung und da wäre es natürlich einfach gut, wo wir mehr Verständnis kriegen würden als Gesellschaft dahin zum
zur Landwirtschaft grundsätzlich. Umgekehrt sagst du auch immer, dass die Landwirtschaft ja auch kein Verständnis für die Gesellschaft in dem Sinn hat. Also das sind eigentlich, ist immer ein bisschen in der Pattstellung. Also würde man da wieder den ersten Stein werfen, hätte man wieder eine Chance, ja. Dass man eigentlich das nachvollziehen kann. Was verstehst du darunter? Mhm. Das ist eine Aussage, die bei meinen Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmern überhaupt nicht gut ankommt. Ich sage es aber trotzdem immer wieder, dabei hat mich noch niemand ausgehört dafür. Es ist nicht so leicht, wenn mein eigener Lebensalltag und mein Ziel oder meine Visionen für meinen Betrieb so weit weg sind von dem Leben vom durchschnittlichen Konsumenten. Man muss sich vorstellen, die haben ja ganz andere Zugänge oder ganz anderes Umfeld, wo sie sich ja bewegen oder einen fixen Job mit fixen Arbeitszeiten. Das heißt, das funktioniert einmal grundsätzlich ganz anders und auch die Bedürfnisse von Konsumenten. Wir haben zum Beispiel vor 3 Jahren ganz einen tollen Praktikanten gehabt, ein lieber Bursch mit 16 Jahren und vor einem Weinbaubetrieb, voll Glas. Und er hat erzählt, naja, er ärgert das so, weil früher haben sie den Wein in den Fasseln verkauft und mittlerweile die Leute, also es funktioniert gar nicht mehr und die sind alle so hagelig geworden, jetzt müssen sie den Wein in Doppelliter verkaufen. Ja, ganz ein schwieriger Zugang. Das heißt, einerseits zu sagen, okay, das ist negativ, weil die Kinder nicht mehr damit umgehen und umgekehrt zu sagen, naja, wir machen es ja richtig. Das heißt, es heißt nicht per se zu werten, was ist jetzt richtig oder falsch, sondern einfach ein Gespür füreinander zu entwickeln. Und wenn ich das Gespür nicht habe oder immer das Gefühl habe, okay, das kann ich nur falsch machen, dann wird es halt einfach schwierig, in den Austausch zu gehen oder zu merken, was muss ich produzieren, dass das für mein Gegenüber auch passt. Das heißt, da mehr einzugehen. Wo kriegt jetzt eine junge Bayerin wie du die Informationen, was ist eigentlich, was wird am Markt nachgefragt oder muss man sich das selber? Einerseits Austausch. Also eben für jeden immer einfach Feedback einholen. Wenn ich in der Kommunikation starte, wenn ich irgendwie Themen habe, wo ich mir nicht sicher bin, einfach mal wenn anderen fragen, der außerhalb von der Bubble ist. Ist ja nicht schwierig. Und die sagen mir es dann oft eh ehrlich. Und sonst natürlich Recherchen. Ich kann schauen, welche Keyword-Trends sind. Ich kann schauen, was sind Ernährungstrends. Ich kann mich damit befassen, okay, welche großen Themen tauchen bei Veranstaltungen auf. Oder was ist in der Gastronomie gerade extrem gefragt. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber einfach mal über den eigenen Tellerrand auszublicken. Und dann merke ich vielleicht eh, wo kann es hingehen. Was ist so deine größte Erkenntnis für dich jetzt? Was möchtest du der nächsten Generationen an Bäuerinnen und Bauern mitgeben? Meine größte Erkenntnis ist, dass ich von jedem Seminar und von jedem Treffen mit Landwirten echt beeindruckt rausgehe. Also ich lerne jedes Mal wieder unglaublich tolle Betriebsführerinnen und Betriebsführer kennen. Wahnsinnig tolle Leute und da kann man nur staunen, wie innovativ die sind oder wie viel sie sich einbringen oder wie toll auch die eigenen Ideen dann oft sind. Und was ich ihnen mitgeben möchte, ist einfach Mut. Einfach mal drüber trauen. Weil Kommunikation ist per se was Schönes. Ich kann eigentlich nur gewinnen dadurch, dass ich mich öffne. Ich kriege Rückmeldungen, ich kriege vielleicht auch die Wertschätzung, die ich mir wünsche. Und im schlechtesten Fall kriege ich nur Feedback und kann meinen Betrieb dann so ausrichten, dass er einfach zukunftsfit ist. Das heißt, ja, mit Mut lässt sich da schon recht viel anstellen. Das heißt, Offenheit für die nächste Generation ist auch einfach voll wichtig. Und als Konsumentin und Konsument, was würdest du da sagen? Was ist da wichtig, dass man erkennt oder sieht oder wie man die Sicht auf die Landwirtschaft vielleicht verändern soll? Genau dasselbe eigentlich, Offenheit. Das heißt, wenn ich Themen habe, wo ich mich nicht auskenne oder die ich einfach kritisch hinterfrage, dann einfach mal wenn Fragen, der tagtäglich damit arbeitet. Meistens gibt es sehr, sehr gute Gründe für das Verhalten von den Bäuerinnen und Bauern. Das heißt, einfach mal nachfragen, damit beschäftigen. Und sonst kann ich mir nur wünschen, dass zum Schluss jeder mal ein Grundvertrauen hat, dass die Landwirte ihren Job gut machen. Von dem gehen wir zum Glück nicht nur aus, sondern es ist ja so, das ist echt immer die größte Erkenntnis auch. Mit Landschaft leben, muss ich sagen, selber recherchieren, dass oft Dinge ab und zu nicht passen, aber die meisten Dinge passen voll gut und ganz viele Dinge werden vielleicht also sind sehr innovativ und werden voll gut gemacht. Manche Dinge werden einfach gemacht, weil sie immer schon so gemacht worden sind und wenn sie dann genauer hinschauen, dann denken sie, okay, ich könnte es eigentlich auch anders machen und macht eigentlich auch meistens nichts. Das heißt, Nachfragen führt auch zu dem, dass natürlich Innovation oder Weiterentwicklung passiert. Ja, was möchtest du der Landschaft Leben Community mitgeben? Gibt es noch irgendwas? ich glaube, es kennen die sicher viel. Natürlich die, was bei uns auch zuhören. Drum, ja. Es freut mich total,
dass das Thema um Ernährung und Landwirtschaft so groß geworden ist und wie viele Menschen mit so einer Begeisterung da wirklich dabei sind und aktiv mitgestalten. Und sehr viel sind davon einfach auch bei euch in der Community dabei. Das heißt, ja, riesengroßes Lob und Danke einfach fürs Dabeisein und fürs jeden Tag aktiv mitgestalten, weil man merkt, so kann sich was bewegen. Ja, jeder Einzelne zählt. Also sowieso mehrmals am Tag, weil wir einfach zum Glück mehrmals essen am Tag. Deshalb können wir voll oft die richtigen Entscheidungen treffen für uns, die was dann lässige Sachen gestalten und einen Lebensraum, der für uns lebenswert ist oder auch unseren Körper so gestalten, dass er für uns passt. Oder eben auch Bedingungen für Landwirte und Landwirtinnen, die eigentlich optimal sind. Voll schön, dass du da warst und mit mir da geplaudert hast jetzt und ein bisschen einen Einblick gegeben hast in die Kommunikation rund um die Landwirtschaft. Kann nur empfehlen, dass man, wo man da ein bisschen struggelt mit irgendwelchen Sachen, dass man sich nicht traut zu sprechen oder dass man einfach sagt, man möchte irgendwas angehen oder sich vielleicht einfach nur mal selber reflektieren in einer Gruppe. Ich finde immer, dass man da voll viel mitnimmt, wenn du da einfach ganz viele verschiedene Ausrichtungen hast, jetzt von Bayerinnen und auch natürlich Charaktere. Da kann man, glaube ich, sich richtig viel mitnehmen. Dankeschön und danke fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ja, hat mich auch voll gefreut. Wo findet man deine Seminare? Vielleicht sagst du es noch. Ja. Vielleicht, wenn irgendwer interessiert ist. Genau. Grundsätzlich gibt es eine Website www.landwort.at. Da gibt es eine grobe Seminarauswahl und sonst immer noch Vereinbarung. Ihr findet meine Nummer auf der Website und sonst auf Instagram oder Facebook einfach gerade anrufen. Ich freue mich immer total, wenn ich von wem was her. Es sind immer super spannende Leute und Geschichten dabei und dann schauen wir, dass wir ein Seminar und ein Format finden, was einfach genau für euch passt. Sehr cool, kann ich nur empfehlen. Voll schön, dass du bei mir warst. Herzlichen Dank und voll schön, dass du wieder mit dabei warst. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Pfiat euch.